erkläre ich jetzt, wie man bei Unique Case ein richtig feines Tee macht. Erstens, Zutaten. Wichtigste Zutat. Zweitwichtigste Zutat. Man braucht einen Becher. Zack, und Becher, und auf. Zack, und Becher, wieder los. Jetzt weiter. Zutat Nummer 1. Zutat Nummer 2. Das Ganze fest rühren. Et voilà! Ist le thé est fin. Le thé unique case. Fein. Weil es gut ist. Weil es männlich macht. Salut zusammen! Wie ihr seht, haben wir eine lange Zeit gehabt. Wir haben jetzt einfach mal, weil es Spass macht, das Kombi wieder einmal angelegt. Für das Gefühl zu erleben, wie das so wäre, wenn wir live unterwegs wären. Das wäre der eine Grund oder andere Möglichkeit, dass wir schauen, ob wir überhaupt noch reingehen. Genau, nach Weihnachten, ja. Hast du drei Bass? Ja, es hat ein bisschen zocken beim Einstieg, aber es geht gar nicht. Ich kann fast nicht schnaufen. Ja, eine Frau gesagt, zum Glück haben wir die Grösse bekommen. Voilà. Ja, was haben wir gemacht in dieser Zeit? Ich weiss nicht. Wir waren im Studio, respektive wir haben Aufnahmen gemacht, hier im Probi. Gell? Ja. Hat es gefällt? Dynamo. Ja, es gibt ein Demo. Schon gleich. Könnt ihr das abladen und könnt hören. Zumindest. Aber das, wenn wir schon nicht live können bei euch sein. Uns würde noch interessieren, wie geht es euch so da draussen? Habt ihr Bock, Unique Case, das habt ihr mal zu sehen? Vor allem mit unserem neuen Mann, Tom Moser. Und Piano. Und eins ist noch. Wir haben ein sackgeiles Video jetzt gerade aufgenommen. Schneiden wir es dann. Mandy, Dienstag. Aber online. Hey, schön, wenn wir euch wieder mal sehen. Wir freuen uns auf euch. Unique Case Street Music Deluxe mit dem Cousin Tom. Und dem Tömmu, bleiben zart, bleiben gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Sack geil. Das ist nicht gendergerecht. Ist das nicht? Nein. Mit jemand das ausdrücken. Sack geil ist jetzt. Wir diskriminieren nur Sättig, was nicht stört. Aha. Das stimmt. Uns hat man aber gesagt, die, die nicht kann, haben kein Geld für Wingeln. Jetzt ist das Problem. Das Video haben wir vor 4 Monaten aufgenommen.